Hanna und ich waren vor zwei Wochen in der Schweiz und haben mit dem Schweizer Fernsehen etwas gefilmt, und zwar das weltweit erste Bob-Downhill-Rennen-Weltmeisterschaft. Wir haben das Video jetzt aufgespart. Es sieht das so aus. Du hast komplett angeschaut. Ich hab durchgeklickt. Bis heute gewartet. Ich hab durchgeklickt. Und ich hab so richtig durch bist. Ich hab's nicht angeschaut. Wir haben das Video noch nicht angeschaut. Ich hab's mal durchgeklickt. Ich weiß ungefähr, was kommt, aber ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Was für eine Kulisse. Für das heutige Rennspektakel hier am Fuße von Eigenmönch und Jungfrau wird in wenigen Minuten eine neue Sport... Stefan Hoffmann ist der originale Kommentator der Skirennen in der Schweiz. Merkt man. Mhm. Das war echt so nice. Das ist so eine Stimme, wenn ich die höre, weil ich schaue viel Skirennen. Das ist einfach so eine geile Stimme, Digga. Echt? Das ist so eine geile, ja, der hat eine geile Stimme. Es ist richtig geil. Ich wollte nur was sagen, genau. Es war so schön da. Ich meine, man sieht sie. Hätte vielleicht nicht sagen müssen, aber es war sehr schön da. Ja. Doch, wirklich. Ja, es war krank. Premiere feiern, Schlitteln alpin. Nicht ungefährlich, wie ich finde, umso mehr als die Athletinnen und Athleten auf der Original-Lauberhorn-Abfahrt starten. Die sind nicht ganz bei Trost. Ganz oben beim Starthäuschen steht schon Ihr Moderator Philipp Wiederkehr. Hoi und herzlich willkommen da direkt vom Lauberhorn zu einer absoluten Weltpremiere, der ersten WM im Schlitteln Alpin. Da bei dieser Abfahrt sind ja schon manche Legenden geboren worden. Beat Feuz, Bodi Miller, Franz... Beat Feuz hat gewonnen in Kitzbühel, als wir da waren. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ich habe noch eine Frage, wieso sagt sie immer Schlittle? Heißt das Bob? Schlittle, ja. Okay. Schlittle ist einfach so in der Schweiz Schlitteln. Einfach... Schlitteln gibt es das nicht bei euch? Nee, Schlitten fahren, aber das ist jetzt ja, Gerät. Ja, Schlitten fahren ist Schlitteln. Aber das war ja Bob. Das ist ja Bob. Ja, aber zudem kann man auch Schlittel. Klammer, die ganz Grossen sind da runtergefahren. Und heute wird ein völlig neues Kapitel geschrieben. 6 wagemutige Athletinnen und Athleten werden mit dem völlig ungeeigneten Sportgerät, so einem Kinderbob, die Abfahrt hier durchab. Ich habe vorher noch mit der Rennleitung geredet. Sie haben gesagt, die Piste heute ein bisschen eisig, also viel eisiger, als wo wir das noch getestet haben vor ein paar Tagen. Es wird also sicher zu ein paar Stürzen da kommen heute. Aber immerhin schönes Wetter, wir sehen es, ideale Bedingungen. Das war krank. Ja, gönnt euch die Aussicht. Das war in echt so wüt. Ja, das war wirklich wüt. Das war so wüt. Ja, komm. Zumindest von der Sicht her. Ja, ich würde sagen, da bleibt uns nur noch eine Frage übrig. Ist die Schweiz bereit für diese neue Extremsportart? Ich würde sagen, wir sind es auf jeden Fall. Absolut, Philipp. Und die Athleten, die sind heiß auf diese WM, bereiten sich auf ihre Weise auf den Herbstkampf vor. Wir konnten ja gestern noch mit einigen von ihnen reden. Wir hören Robin Picknick, aka Vielfraß des holländischen Bob-Teams. Weißt du, ich bin gewoon so blij, om weer hier te zijn. Dass ich op die Bob kann rijden. Dus, weißt du, Bob, der Baumeister, sagt ihr ja. Und sie haben, ja, man sieht es nachher. Zum Beispiel die Sponsoren hier im Hintergrund sind die originalen Sponsoren, die man im Schweizer Fernsehen sieht, aber sie haben den Namen so ein bisschen abgeändert. Zum Beispiel AKW ist BKW, so ein Elektrounternehmen, die haben es zu AKW gemacht. Ja, aber was ist Brecheisen? Reifeisen. Gibt es die Reifeisenbank? Ja, aber die ist bei uns gelb. Ja, bei uns ist die rot. Und da freue ich mich einfach super. Netzlücke ist Swisscom, so der größte Schweizer Internetanbieter. Netzlücke. Drauf, ja. Ich hoffe, ich habe kein Wort verstanden. Jetzt. so hier. Ich finde, Robin macht das so gut mit dem Holländisch. Wie haben Sie da überhaupt trainiert für das Rennen? Helemaal nicht. Gar nicht, nein. So, das ist aber ein bisschen fahrlässig, jetzt ohne Training in das Rennen. Also, ich fahre immer lässig, ja. Das ist. Ja, von mir ist es gut, ja. Vielen Dank und ja, Hals- und Beinbruch. Ja, dankjewel. Genau. Sondern auch mit Schutzpanzer unterwegs. Das gilt auch für Sie, die Österreicherin Hanna Tulnick. Als Österreicherin ein Außer... Rotfuchs. Es ist so gut. Das Spiel hier am Lauberhorn zu gewinnen, wäre schon schön. Ja, das wäre sehr schön und ich glaube, ich habe sehr gute Chancen dadurch, dass ich aus Österreich komme, weil wir in Österreich fahren sehr viel Bob. TikTokerin EFZ, weißt du, was das heißt? Ja, ich habe gegoogelt, weil ich habe das gesehen. Wow. Weil ich den Kommentar gesehen habe. Ja, ich habe es nicht geguckt. Nee. Ich habe gesehen, so einen kleinen Clip. Aber auf jeden Fall, das habe ich gegoogelt und das ist Ausbildung. Ich habe schon Bob-Erfahrung. Ein paar Mal hat es mich schon runtergehauen, aber dann fahre ich einfach so weiter ohne Bob und die Taktik werde ich weiter. Das habe ich gesagt, ohne dass ich gewusst habe, was passieren wird. Mit Vincent Kriechmeier hat ja ein Landsmann dieses Jahr das Lauberhorn gewonnen. Die Abfahrt auf den Skiern. Was haben Sie für Tipps geholt von den Kollegen? Den wichtigsten Tipp, den ich mitgenommen habe, ist einfach durchziehen, weitermachen und nicht aufgeben.
Was ist Ihr Ziel, Platzierung? Platz 1 ist das Hauptziel und alles andere würde ich auch nicht akzeptieren. Was für eine Ansage. Er hingegen will den österreichischen Triumph verhindern. Für die Schweiz am Start Rapper Luke. Sie sind für mich so ein bisschen die Wundertüte in diesem Rennen. Sie tun auch beim Songschreiben gerne. Er ist einfach immer high. Cheesy Chat. Mal zu einer Substanz greifen, um ihre Kreativität zu fördern. Welche Substanzen sind jetzt das, um die sportliche Leistung zu fördern jetzt in diesem Fall? Es war vor allem einfach ein langes mentales Training jetzt gewesen. Körperlich bin ich im Schuss, das spüre ich. Es war wirklich das Mentale, das war und 2 Wochen Eisbaden. Naja, gut hat die Schweiz mit Cecil Kienzi und Adi Totoro 2 weitere Asse im Ärmel. Sie sind für mich beide Medaillenkandidaten. Am meisten Druck macht er sich. Ja, okay, sie haben mein Interview nicht reingeschnitten, ich merk's mir. Was? Komplett nicht? Nee. Hast du nur über Deutschland geredet? Sie haben gesagt, ich würde für Deutschland starten und ich glaube, es hat nicht mehr so reingepasst oder ich habe einfach Müll gelabert. Ich glaube, ich war nicht lustig. Das wird sein. Ja, was hast du gesagt dazu? Ich weiß es nicht mehr. Ah, schade. Keine Interviews geben, volle Konzentration, denn er weiß, es wird sein letztes Rennen sein für 2 am Morgen, weil die tatsächlich aufhören, die Monate im Atlant. Natürlich will er zum Abschied nochmal hoch hinaus. Hier die Startliste, der Rapper eröffnet die WM für die Schweiz, dann der fahrende Holländer Picknick. Gespannt sind wir dann auf unsere Nachbarn aus Österreich, dann Kienzi und Adi Toto. Ramin einfach für Afghanistan. So random. Toro für die Schweiz, den Abschluss macht das Bob-Team Afghanistan. Kann sich Ramin Yusuf sein mit einem Sieg von seiner sportlichen 2 am Morgen Laufbahn verabschieden oder schnappt ihm Luke den Sieg weg? Und gut. Optimistisch. Er scheint breit, Entschuldigung, bereit zu sein. Der Mann mit der Startnummer 1. Was hat er gesagt, breit zu sein? Er scheint breit, bereit, weil wenn du high bist, bist du breit. Ja, ja. Und das ist funny. Luke lässt das Starthaus erzittern. Okay, voller Fokus, sieht ein bisschen anders aus, aber er scheint sich wohl zu fühlen, immerhin hier in den Bergen. Und jetzt katapultiert er sich zum Starthaus heraus. Ja, kommt gut weg und bis hierhin sieht das eigentlich sauber aus. Ah, die erste Kurve, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Auch hier dreht schön ums Tor, mit Drehen kennt er sich. Der war ja voll gut, ich habe gedacht, er war voll schlecht. Ich halt definitiv bestens aus. Ja, 2 Wochen Vorbereitung in Eis gebadet, jetzt badet er eher ein bisschen im Schnee. Die Wundertüte aus der Schweiz wird hier zum regelrechten Schneepflug. Ja, Schneepflug. Könnte man fast schon sagen. Sehr smooth, oder? Schneepflug. Gute Linie, auch hier. Schneepflug, und er heißt Luke. Ah, Schneepflug. Ja, okay, funny. Und dann, oh nein, 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 da fährt er einfach am blauen Tor vorbei. Ja, genau, das war's dann. Denn sowas. Die erste da konnte er nicht mehr bremsen. Die Abfahrt hier am Lauberhorn startet mit einem Ausfall. Und wieso überrascht mich das nicht so extrem? Wieso überrascht nein. Jetzt rasselt er einfach an allen Toren vorbei. Da hat er komplett aber den Move mit der Hand hat er gemacht. Ja. Das Gesicht voller Schnee, ein Bild, das Luke als Stadtzürcher natürlich bestens von der Langstraße kennt. Langstraße her kennt. Das Gesicht voller Schnee. Digga, er ist an jedem Tor vorbeigefahren. Er fährt ja komplett ja, falsch. Ja, aber er fährt falsch, aber er fährt smooth. Ja. Also er hat's. Jetzt kommt es nicht mehr wirklich drauf an. Ich bin gespannt, ob sich der Rapper einen Reiter aufmachen kann, was da genau schiefgelaufen ist. Es wäre ja eine super Zeit, Digga. Aber leider ist sie nichts wert. Oh. Sorry. Danke, los, der Tor ist da. Starke Selbstanalyse. Doch, bitte Philipp, das Zielinterview. Und da ist er, der erste Mensch, der die Lauberhornabfahrt mit einem Bobschlitten bezwungen hat. Der Luke. Es hat ein bisschen ausgesehen, wie als ich früher in der Kinderskischule nicht gewusst habe, ob ich jetzt muss diesen Türchen vorbeifahren oder ob ich einfach gerade runterfahren darf. Du hast dich für das gerade runterfahren entschieden. Wieso habe ich so ein kaltes Gesicht? Hey, ich glaube, ich bin falsch rum. Ja, einmal leise Törli nicht genau, nachher habe ich den Kurs geändert. Ich glaube, ich bin disqualifiziert. Das ist ja so. Trotzdem. Du bist so eine Legende, der war so chill drauf. Aber by the way, kurz, wir müssen diese Story kurz erzählen. Wir haben am Abend vorher Abend gegessen und dann steht hinter uns so jemand auf. Dann der eine von uns dreht sich um, dann war einfach Jogi Löw. Ja, stimmt. Einfach Jogi Löw, so komplett random bei uns im Restaurant.
Ja, okay, das war die Story. Weil du bis jetzt der Einzige gewesen bist, der da runtergefahren ist, darfst du auf dem Leiterthron Platz nehmen. Das freut mich. Wo ist der? Der ist dort hinten. Der goldige Schlitten. Sehr gut, dann gehe ich jetzt her. Merci. Woher kommt Luke? Region St. Gallen. Das ist der schwierigste Dialekt, den ich je gehört habe. Ja? Also das ist wirklich schwer. Mal liebe Grüße an alle meine Unterstützer. Ich habe es nur wegen euch bis zuher geschafft und wegen meiner Sponsoren. Obwohl St. Gallen am nächsten zu Österreich ist. Echt? Was fand ich jetzt? Ja, Tiroler verstehe ich auch nicht so gut. Merci vielmals. Alles probiert, nichts gewonnen, außer natürlich Sympathiepunkte. Wir sind gespannt, wie lange er hier auf dem goldenen Schlitten sitzen bleiben darf. Der nächste Athlet muss nämlich tatsächlich nur einfach regelkonform ins Ziel kommen, um ihn zu entthronen, den Führenden. Und da steht er bereits, Robin Picknick, der nimmersatte Niederländer. Der Start etwas holprig, kommt hier kaum vom Fleck. Jetzt nimmt er langsam Fahrt auf, mit Betonung auf langsam. Hat der Skischuhe an, nicht, ne? Ich weiß. Eingefädert. Nee. Runter. Hast du Skischuhe an? Ja, okay. Er hat die Wanderschuhe an. Und mit Wanderschuhen, ich weiß nicht, Chat, ob ihr schon mal mit einem Kinderbob auf einer Skipiste gefahren seid, aber es ist viel zu hart, um mit dem Ding steuern zu können. Also man kann eigentlich gar nicht steuern. Das heißt, man muss mit den Füßen steuern. Und er und Ramin hatten, glaube ich, Wanderschuhe oder Snowboardschuhe an. Mit denen hat es irgendwie gar nicht funktioniert. Ja, das glaube ich. Und was ist das denn? Er dreht sich auf den Das war so smart. Vor allem, er hat dann erzählt, das war eine spontane Idee. Ja. Okay, aber so kann man richtig gut fahren, guck mal. Ja. Ja, trotzdem, es scheint zu funktionieren. Der erste Vergleich mit dem disqualifizierten Luke zeigt zwar einen Rückstand auf, das war so krass. Das macht ja nun nichts weiter aus. Sieht etwas unkonventionell aus, aber das so aber ist er gut. Halt der Robin Picknick. Ja, da haben wir voll gejubelt. Und unvorbereitet. Trotzdem irgendwie erfolgreich. Ja, da ein bisschen langsam. Was war wohl in dieser Banane drin, die er gestern beim Interview verschlungen hat? Die Niederlande ist ja bekannt für ihre großen Erfindungen, zum Beispiel das Mikroskop, die Tulpen. Aber hier erfindet Picknick gerade Skeleton ist gefahren, oder Alpin. Ah, nee, richtig. Kommt jetzt da in den Comedian Corner rein und steht hart. Der heißt im echten Rennen Canadian Corner, weil dort die Kanadier immer gestürzt sind. Sie haben es jetzt Comedian Corner genannt, weil es wahrscheinlich funny. Ja, das ist die Innenkufe. Kufe. Ja. Das war die schwierigste Frage. Nein! Oh nein! Renn! Krebsen und jetzt bitte nicht die Beine verdrehen. Er wäre halt echt gut gewesen. Ja. Jetzt erfindet er auch noch die Schlittelakrobatik. Oh mein Gott. Yo! Nein! Ist er jetzt aber wieder voll. Nee, das geht sich nicht aus, nie. Schlängelt oder? Sich hier Meury gleich durch die Tore, wie schon Luke zuvor, macht er dem Russisprung allerdings keine Ehre, viel zu wenig. Da war es nämlich auch noch richtig schwer. Ja. Und jetzt wird er in der Gleitpassage vor dem Ziel Probleme haben. Ja, gute Fahrt. Fuck, er war viel zu langsam. Schöne Bilder, wenig Tempo, umgekehrt wäre vielleicht fast besser. Und jetzt muss er auf seine Trotz-Talente zurückgreifen. Robin Picknick wird hier die neue Bestzeit aufstellen. Die Frage ist nur, wann? Wann denn endlich? Wann kommt er ins Ziel? Es zieht sich, jetzt 2:16:90. An dieser Zeit müssen sich die nächsten Athleten, Athletinnen erstmal messen. Crazy. Luke steht immer noch da. Und wir sehen hier nochmal die Highlights dieser eher speziellen Fahrt, die allerdings direkt auf den Leadersitz auf diesem goldenen Schlitten führt. Bist du jetzt dran? Ja. Oh shit. Bin ein bisschen nervös. Besser vorbereitet und bereit anzugreifen ist sie hier, Hanna Tulnik. Okay. Wie war es vor dem Start? Ich bin da gesessen und ich war schon nervös vor dem 3-2-1. Und wie das 3-2-1 dann gekommen ist, war ich richtig nervös und habe gedacht, okay, jetzt reiß dich zusammen. Mhm. Du musst da einfach irgendwie runterkommen. Ja. Und mit voller Konzentration bin ich dann runter, habe mich nochmal durch den Kopf gehen lassen, bremst gescheit, vorkonzentriert und dann ist das passiert. Okay. Einfach kurz zum Sagen, es war ein echt gefühlt viel steiler, als es auf dem Video aussieht. Ja. Es war wirklich viel steiler. Aber das ist immer so. Das ist immer so, ja. Aus Österreich hat sich bei Speed-Spezialist Vincent Kriechmeier Tipps geholt. Oh nee. Was oh kann nee. Sie uns heute oh zeigen? Nee. Fulminanter Start, viel Tempo, Sturz mit voller Wucht ins blaue Tor. Schau, wie gut ich mir abgeholt habe. Jetzt renn! Ihr Sportgerät wieder reinzukommen, aber das wird wohl nichts mehr. Oh je, Wettlauf gegen die Zeit und für Hanna Tulnik
wird das. Schau, und dann habe ich herausgefunden, ich kann sliden. Ja, ja, das geht. Wettlauf gegen den Bob. Aber du warst so nah am Bob dran. Hier zum Glück nicht ernsthaft verletzt zu haben. Rennen kann sie ja. Nein, kann sie auch nicht. Also ich dachte ja, rennen kann sie noch, aber das funktioniert auch nicht. Immerhin tapfer steht die junge Österreicherin wieder auf. Jetzt Achtung. Oh mein Gott, ich muss den noch mal kurz. Guckt euch den Slam an, Chat. Und sie fällt wieder hin. Ich glaube, das war der Grund dann, weil wir als wir dann beim Flughafen waren. Mein Auge hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich bin mir sicher, der Sturz war der Grund dafür. Kommt der Bob nun endlich zum Stillstand? Ja, doch jetzt. Aber was will sie jetzt tun? Ich hoffe nicht, dass sie die halbe Piste wieder hochrennen will, sonst wird das hier ein langer Tag am Lauberhorn. Hanna Tulnick, kann man so sagen, fällt hier also wortwörtlich aus der Entscheidung, so wie es aussieht. Oh, hat der ist falsch gefahren. Wieder was war dann falsch? Nee, richtig. Ah, nee, falsch. Ich bin dann falsch gefahren. Aber. nicht gebremst. Nee, mit alles nur weh dann. Bei ihm Robin Picknick, keine ernsthafte Konkurrenz für ihn. Bisher Tulnick. Ja, langsam nähert sie sich dem Ziel ohne zählbares Ergebnis, dafür mit vermutlich ein paar blauen Flecken. Aber immer die letzten beiden Tore. Ja. Ideallinie, ja, Chat. Ideallinie war das, oder? Das war die Ideallinie, die du gefahren bist. Ja. Ja. Dieses Emote. Das Schneeessen. Das ist ein Essen-Emote. Echt so? Ich hab dann einmal sprechen können. Hanna Tulnick, was ist da passiert beim zweiten Tor? Ein Sturz? Ja. War die Konzentration nicht da beim Start? Ich glaube, das Problem war, dass ich eine immense Geschwindigkeit aufgebracht habe. Vielleicht 2 bis 3 Knochen gebrochen. Oder wie hat Spaß gemacht? Die Brille aber auch. Immerhin. Und ja, das Österreicher Loch heißt ja auch so weiter unten auf der Strecke, weil Österreicher traditionellerweise immer mal wieder stürzt. Es geht Schlag auf Schlag weiter an der alpinen Schlittl-WM in Wengen mit der Startnummer 4, Cecil Kienzi, Wachtmeisterin im Militär und Zürcherin. Also sie ganz bestimmt eine Speed-Spezialistin. Oh nee, reicht es? Reicht. Sie wendet hier eine Bremstaktik an, die wortwörtlich Hand und Fuß hat. Kommt sauber um die ersten paar Tore. Irgendwie hat man das Gefühl, dass sie das nicht zum ersten Mal macht. Oh, sie ist actually gut gefahren. Bei der ersten Zwischenzeit fast 3 Sekunden Vorsprung auf den Holländer Picknick. Jetzt ruhig bleiben, den Schlitten laufen. Chat, sie ist auch bei 2 Uhr morgen dabei als Hostin. Das Moiri S meistert sie souverän, keine Spur von Nervosität. In Janka-Manier kurft sie hier den Berg. Die Leute da hinten, wie die am Genießen sind. Richtige Rentner. So schön. Oh nee, das reicht nicht. Ich glaube, sie hat irgendwo ein Tor verpasst. Vielleicht wahrscheinlich das schwierigste Tor, das Tor bei der Kurve. Das jetzt hier unten. Ja genau, das war die schwierigste. Zwischenzeit jetzt 1,41 hinter Picknick. Was für ein Krimi. Ja, ah doch, holy shit. Whoa. Good curve. She crazy. Ein Duell, das man sonst eher aus anderen Sportarten kennt. Synchronschwimmen Einzel oder Stabhochsprung Freihand. Jetzt kommt es hier zum Showdown. Synchronschwimmen Einzel. Wie krass. Hä? Wir wissen, das war schon das schwierigste. Die hat ja easy gewonnen, Digga. Hauchdünne Führung für die Schweiz. Jetzt den Schwung mit ins Ziel nehmen. Das muss die neue Bestzeit sein. Cecil Kienzi. Oh mein Gott. Da fährt sie am blauen Tor vorbei. Das darf nicht wahr sein. Sie hätte berechtigt, den Bob zu stören dürfen. Also das ist wirklich schlimm. Digga, sie hat ja easy. Sie hat easy schnell gewesen, ja. Oh. Ja, scheiße, wenn man am Tor vorbeifährt. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Es hätte die neue Bestzeit werden können. Was ist da geschehen? Einen kurzen Moment unkonzentriert vielleicht? Außenkufenfehler? Philipp, bitte, wir brauchen jetzt Antworten. Profischauspielerin. Müssen wir schon hart sein. Cecil Kienzi, es hat so gut ausgesehen dort oben. Eine Fahrt wie aus dem Bilderbuch. Sie haben den Schlitten dominiert. Und was ist dann passiert im letzten Hang? Scheiße. Sie gewinnen Herzen. Ich habe die Kurve einfach nicht mehr gekratzt.
Ich wollte wirklich so reinlernen, weißt du, die Technik, die ich kann, richtig gut. Und dann ist es einfach gefahren. Man hat oben noch diskutiert, nimmt man eher Skischuhe oder geht man Snowboardschuhe, normale Schuhe. Sie haben sich jetzt für die Snowboardschuhe entschieden, wie ich gesehen habe. Bereuen Sie jetzt die Wahl? Wäre vielleicht gescheiter gewesen mit den Skischuhen? Also jetzt, ich glaube, die Kurve, die ich nicht gepackt habe, hätte ich mit den Skischuhen gepackt, weil die doch etwas mehr Grip haben. Aber für den Rest war es gut gewesen, aber eben. Es ist als grösseres Risiko oder weniger Grip, dafür mehr Tempo mit diesen Schuhen. Genau, ja. Falsch entschieden. Ja, wir sind gespannt auf die letzte Fahrt. Danke vielmals und trotzdem gute Leistung. Vielleicht wird es doch besser, die Schuhwahl. Ja, kann sein. Sympathisch, diese Cecil Kienzi. Und in gewissen Momenten muss man halt das Hirn ausschalten. So, jetzt. Ja, die. Das mit dem Ausschalten kennt sie ja bestens vom Militär. Und wie ist dir gegangen? Hast du das gehört? Nee. Das vom Ausschalten kennt sie ja schon am besten vom Militär und sie war im Militär vorher. Mm. Okay, was jetzt komme komm ich dran. Ich war so nervös. Ich weiß nicht, wieso ich so nervös war. Ich war wirklich. Ich verstehe es. Ich stand oben und habe es richtig so. Ja, es ist ja wirklich wie beim Skirennen. Vor allem mit diesem Countdown auch noch. Ja. Es macht schon Sinn, dass man da nervös ist. Einen Trumpf aus Schweizer Sicht haben wir. Wie war dein Gefühl aber? Nervös. Aber wie du es packen wirst? Also gutes Gefühl eher, schlechtes? Ich sage nach dem Rennen was dazu. Okay. Noch Adi Totoro steht noch oben, sitzt noch oben und wird ja die Infos nun bekommen haben, dass vorhin alle bis auf Picknick ausgeschieden sind. Totoro jetzt im Rennen drin und er riskiert gar nichts. 10 Kilo Schnee im Gesicht. Schauen Sie mal, der bremst sich ja hier regelrecht den Hang hinunter. Ja, aber die ersten beiden Tore haben souverän ausgesehen, Digga. Nee, wirklich gut, aber wie ist dein Bein danach gegangen? Also, du musst die ganze Zeit. Schon ja, es war immer anstrengend. Der Chat schaut ab. Super vorsichtige Taktik. Hat die da Schleifstein? Wie wirkt sich die auf die Zwischenzeit aus? Ja, nicht sonderlich. Im Gegenteil, über eine Sekunde Vorsprung auf Picknick. Der ist also offensichtlich noch abzufangen. Aus Schweizer Sicht freuen wir uns natürlich, dass Totoro noch im Rennen ist. Aber die Pistencrew wird ganz bestimmt keine Freude an ihm haben. Der pflügt denen hier gleich mal die ganze Piste um. Hast du Schnee im Gesicht? Ich hatte so, ich musste die ganze Zeit meine Brille abwischen, dass ich noch was sehe. Oh. Ja, das er hat ja schon mal Schnee. Gräben. Ja eben, deshalb habe ich Schneeessen trainiert. Genau, für solche Momente, man weiß nie, was kommt. Aber ich muss sagen, ich habe mir gedacht, die Fahrt sieht noch langsamer aus. Ich habe mir gedacht, ich bin richtig langsam. Es sieht schon nicht so schnell aus, aber es sieht auch gar nicht so langsam aus. Bald für die Rutscher, für die Schaufler, aber noch geht das Ganze einigermaßen auf. Boah, diese Kurve. Das war die schwierigste, oder? Wie du die ganze Zeit Schnee ausspuckst. Ja, aber weißt du, wieso ich so viel gebremst habe? Weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ein gewisses Tempo überdings, dann schaffe ich es nicht mehr zu bremsen. Ja, weil man dann die Kontrolle verliert. Safe. Deshalb wollte ich immer so wegbleiben von diesem Tempo, wo man einfach gar nicht mehr bremsen kann. Das ist so smart. Okay, da war ich richtig scheiße. Ja, Geschwindigkeitsrausch hat er keinen. Und im zweiten Sektor hat er jetzt auch deutlich an Zeit. Jetzt da bin ich drauf, guck. 9,27 Füße Sekunden drauf. Rückstand mach die Füße sind drauf. Es jetzt für den Schweizer. Also, wenn er nicht drauf. Bald vom Radtrack in den Schneetöff-Modus wechselt, wird das nichts mehr mit einem Schweizer Sieg am Lauberhorn. Adi trainiert als Schneepflug. Okay, aber guck diese Kurve an. Das ist jetzt doch ein bisschen Schneetöff, bisschen weniger Radtrack. Ja. Russisch-Sprung. Nee, da habe ich vorab gebremst, habe ich smart gemacht. Der Rückstand bei der letzten Zwischenzeit noch etwas größer. Aber jetzt, Chat, watch this. Chat, watch this jetzt. Jetzt kommt der sogenannte Bob-Profi, Digga. Guckt. Geworden. Jetzt aber noch ein bisschen bremsen. Hier hat Picknick in seiner Fahrt bremsen. Viel Zeit verloren. Da könnte also sogar ich hätte früher runtergehen können. Lethargischem Fahrstil noch etwas drin liegen. Und jetzt Füße hoch. Ja, das sieht jetzt schlecht aus. Totoro findet das Gaspedal. Ja. Zieh, Achtung. Boah, das ist die neue Bestzeit. Ich bin gut. Habt ihr das gesehen, Chat? Ich hab's gesehen. Habt ihr das gesehen? Es war die Taktik. Es ist die Taktik. Manchmal muss man auch mal ein bisschen mehr einen Gang zurückschalten, dass man gewinnt. Das tätowieren wir auf Schlüsselbein. Das ist ein krasses Zitat.
Ja, da freut er sich zu Recht. Mami, Papi. Seine Taktik ist aufgegangen und somit ist auch klar, es gibt einen Schweizer Podestplatz an der ersten Schlittl-Alpin-WM hier in Wengen. Silber ganz bestimmt. Wir dürfen aber selbst von Gold träumen. Und jetzt steht nur noch einer oben und der steht gewaltig unter Druck. Mhm. Sehr gut. Mami, Papi. Ramin Yousafzai, der Mann, der für das afghanische Bob-Team antritt, sichtlich angespannt. Er weiß, er braucht jetzt den perfekten Lauf. Boah. Aber es ist schon spannend. Ich glaube, es ist ein neutraler Zuschauer, ist schon spannend. Wenn man die Leute kennt vor allem. Weil ich denke mir jetzt, er muss so nervös sein, wenn das der letzte Show ist und so. Das letzte Rennen. Yousafzai gegen Adi Totoro, den Leader. Da stürzt sich Yousafzai in sein letztes sportliches Abenteuer für zwei am Morgen. Nee, sehe ich schon. Und schon zu wenig Grip auf der Außenkufe. Ich dachte, er fährt vorbei. Da wird er zum Fuß gehen. Achso, ist die Wurst, wenn er aufsteht. Das zweite blaue Tor wird auch zum Problem. Mit seinen fahrerischen Skills offensichtlich nur ganz schwer erreichbar. Aber wie heißt es so schön, wer keinen Kopf hat, hat Beine. Es geht weiter in diesem Rennen. Da hätte es im Gym definitiv ein paar Leg Days mehr gebraucht. Schon über 7 Sekunden Rückstand für Yousafzai. Ja, jetzt? Jetzt runter ins Meuri-S. Kriegt die Kurve hier gerade noch, so mit Ach und Krach, aber das sieht aber schon sehr ungelenk aus. Das ist genau das Problem, wenn ihr nicht bremst. Ja, aber es ist so schwierig zu bremsen, da muss man so stark in den Beinen sein. Ja. Du bist so stark in den Beinen. Ich habe die Squats gemacht. Du bist so stark in den Beinen. Der sonst so agile Afghane hier definitiv mit Schwierigkeiten. Ja, aber bis hier noch nicht so schlecht. Comedian Corner, das sieht jetzt besser aus. Aber wir wissen, es wird irgendwann nach unten gehen. Oh nein! Oh no. Mann über Bob! Voll der random Sturz irgendwie. Ja, vor allem, er hat einfach seinen Bob verloren. Und Chat, da seht ihr mal, das muss ich euch jetzt mal zeigen. Guck mal, im Video sieht es halt gar nicht so schnell aus. Aber guck mal, er verliert den Bob und der Bob ist instant. Guck mal, er verliert hier den Bob. Mann über Bob. Und dann seht ihr, wie schnell der Bob weggeht. Also spannend ist gar nicht so langsam. Und Gerät macht sich selbstständig. Es gibt ja nicht viele Regeln beim Schlitteln Alpin, aber die eine sehr wichtige Regel lautet, egal was passiert, habt der Schlitten. Und das ja, komplett aufgegeben. Was, egal was passiert? Habt der Schlitten. Hol den Bob. Nee, habt der Schlitten, heißt halt dein Maul. Ach so. Drum. Hält der Schlitten. Ja. In dem Moment wohl vergessen. Und was macht er jetzt da? Gibt er etwas schon auf? Ist ihm nicht bewusst, dass der dritte Rang noch drin liegen würde, wenn er seine Fahrt irgendwie ins Ziel bringt? Ah doch, jetzt scheint er es vielleicht zu realisieren. Naja, sehr motiviert sieht es zwar nicht aus, aber im Gegensatz zur Österreicherin Tulnik ist er bis jetzt nur vom Bob, aber noch nicht aus dem Rennen gefallen. Naja. Digga, was macht er? Muss er zum Tor hoch? Ja, ein paar Höhenmeter in die verkehrte Richtung. Boah, was ist hier anstrengend. Es sieht aus, als er hat so keinen Bock mehr. Ich weiß es, Ramin hat wirklich geschwitzt auf den Sieg, so for real. Also ich auch, aber Ramin hat auch, deshalb war er, glaube ich, for real enttäuscht. Ginge es weiter. Komm, setz dich drauf. Ja, das Kopfschütteln ist verständlich. Klar, Streckenrekord wird das nicht mehr. Wo muss er denn eigentlich hin? Ich glaube, das Rote hat er nicht korrekt passiert. Also bis hierhin? Gut, voll motiviertes sich hinsetzen. Weiter geht's, Ramin Yousafzai. Erinnert mich entfernt an gar keinen Bock mehr. Ja, das gefällt natürlich auch den Fans. Die Glocke, der Aerotrink, die steht ja bei euch zu Hause, oder? Ja, in Größe. Aber das ist das größte das krasseste Instrument in der Schweiz. Nee, das am Kühe um den Hals. Ach so. Aber das wird am Schwingfest wird das verschenkt. Genau. Das ist das größte Event. Genau, Schwingfest. Auch für die Fans macht Yousafzai bekanntlich fast alles. Durch die Traverse beim Russisprung noch nicht vorbei. Es ist nicht der Auftritt des Yousafzai.
Jetzt Russi-Sprung, auch bei ihm. Russi-Hügel, Riesenrückstand, das ist klar. Komm. Digga, meine... Yeah. Siehst du eine Spur im Schnee, die crazy ist? Chat, siehst du meine Spur? Ja, ich sag nichts dazu. Jetzt einfach so. Noch irgendwie kontrolliert und sicher ins Ziel kommen, wenn das gelingen würde, wenn da... Oh nein, ja, was gibt's denn sowas jetzt noch? Oh, der hätte ja keinen Bock wieder mehr. Einen Abflug. Er hatte gar keinen Bock mehr. Sehr verehrte Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um ein paar Minuten. Berechnen Sie am besten mit der einen oder anderen Stunde Verzögerung. Umlauf. Yusuf Zai, der hat mittlerweile fast so viele Höhenmeter bergauf wie bergunter und jetzt scheint er richtig wütend zu sein. Das gibt vielleicht die nötige Aggressivität für den Schlussteil, der noch aussteht. Ja, er zieht durch wie Jan Huhn. Auf jeden Fall will er weiterfahren, will nochmals angreifen. Er will offensichtlich unbedingt diesen dritten Platz, der ja... Nee, er ist Kaloeni, er ist ja gut gefahren oben, aber er ist halt rausgeflogen und hat halt ab dem Punkt, wo er rausgeflogen ist, kein Bock mehr. Ja, und er hatte ja Bock. Oh. Er hatte Bock. Ja, das Problem war, er war dann enttäuscht, weil er so viel Bock hatte. Ja. Immer noch möglich ist. Ja, das große Warten, Gähnen. Geht die Cam? Ja, hier wieder. Vier jetzt Minuten. Bald, jetzt, jetzt. Yeah. So ein Noob, Rami, Digga. Rami, wenn du das siehst, du bist einfach schlecht gefahren. Wir müssen sowas echt... Nee, wir müssen sowas nur für Rami nochmal veranstalten. Nee, Rami ist einfach schlecht gefahren. Nee. Ja, okay. Das ist einfach... Ja. Das ist einfach mein Sieg. Den muss man jetzt einfach mal appreciaten, Chat. Also bald jetzt dann der... Nochmal zu... Ja, jetzt muss der Bob dran glauben. Verständlich. Der ich war mir zu 100% sicher. Ich bin ja am Rand gesessen. Ich bin gedacht, das ist alles Show. Der macht das für die Cam. Ja. Ich hab mir gedacht, der macht das so gut für Content. Aber ihr müsst jetzt schauen, Chat. Er war wirklich wert. Die kriegt auch das Seine ab. Aber klar, bei so einer Geisterfahrt trägt ja das Material eigentlich keine Schuld. Da liegt er also, der Drittplatzierte der ersten alpinen Schlittl-WM, eingebettet zwischen Eiger, Mönch. Oha, der Shot. Ist aber ein geiler Shot. Geiler Shot, ja. Geiler Shot. Rami Yusufzai, das sind Bilder, die nur der Sport schreibt. Enttäuschung, Wut, was sind sonst noch für Gefühle umeinander, die man jetzt da ganz deutlich sieht? Ja, einfach kurz vor dem Heulen. Das ist so. Ich kann schon nicht zu verlieren. Ah, schiss mich so an. Und die sind ja nicht einmal so gut gewesen. Da habe ich wirklich wie eine Schnecke runtergefahren und dann habe ich gedacht, dass ich ein bisschen schneller bin. Viel Schnack. Ramin, Yusuf Zai, das Gute. Am Ende, sie haben kein Tor rausgelassen, oder? Sie haben jedes noch zurückgekämpft. Und damit haben sie es aufs Podest geschafft. Das stimmt. Afghanistan hat eine Medaille mit heimgenommen. Auf dem Lauberhorn. Scheiss Tag. Des einen Leid, des anderen Freud. Weltmeister Adi Totoro herzt den Liedertrom. Ja, das ist ein richtig schadenfroh. Nein, was macht der hier? Nein, der fällt. Das hat er einfach so gemacht und etwa 5 Minuten lang. Ja, keiner hat es gewusst. 1:1 gegen sein Sportgerät. Aber er hat gesagt, er hat den Bob bezahlt. Das gelingt heute richtig. Schwergewicht gegen Leichtgewicht. Nein, das ist kein fairer Kampf. Ja, aber wenn ich gegen so eine Fahrt verliere wie meine, dann würde ich auch ausrasten. Ich könnte von meinem Lohn abziehen. Machen wir. Und diese Aktion könnte noch ein disziplinarisches Nachspiel haben. Was für... DNF, 3 Leute sind ausgeschieden. Ein Drama, erste WM im Schlitteln Alpin mit einem Happy End für die Schweiz. Adi Totoro gewinnt das Lauberhornrennen und rettet die Schweizer Ehre, da Luke und Kienzi heute leider nicht alle Tore gefunden haben. Schau, wie gut ich finde, ein solches Podest gab es am Lauberhorn bestimmt noch nie mit Afghanistan, mit Holland und mit der Schweiz. Eine wunderbare Geschichte. Ja, und da ist er jetzt bei mir, der Weltmeisterin. Tornado! Schlittle Alpin, der Adi Totoro. Herzliche Gratulation. Sie machen heute die Schweiz stolz. Da mit dem Pokal vor dieser Kulisse. Das sind besondere Gefühle, die jetzt da durch ihren Kopf gehen, oder? Es ist unglaublich, können zu gewinnen am Lauberhorn. Das war immer schon ein Kindheitstraum von mir. Und ich glaube, heute hat sich die alte Berner Weisheit wieder mal gezeigt, dass ihr mit Sicherheit den Sieg auf Sicherheit. Du hast dich schon zum zweiten Mal gewonnen, hast du schon erwähnt?
Nee. Ja doch, du bist ja einmal mit den Ski runtergefahren. Ah ja, da habe ich nicht gewonnen. Da habe ich verloren. Ja, aber du bist ja als Einziger gefahren. Mit den Skien? Ah, ja, ja, beim Video von mir. Ja, ja, genau. Von... Und eine andere Weisheit, die man heute gesehen hat, Bremsen ist das neue Gas, gell? Oder sie jetzt in eigentlich den Hang abgebremst. Ist das vielleicht das Geheimrezept gewesen, mit den Skischuhen anstatt gehen, wo man mehr Grip hat? Nein, ich habe einfach Angst gehabt. Und Geld? Das habe ich. Gut, ich wünsche Ihnen ganz viel Spass mit dem Pokal. Das ist gut, ganz neues Dorf haben. Gibt es noch kleine Party dort? Es gibt heute leider keine Party mehr, weil die Vorbereitungen laufen wieder schon zum nächsten Rennen. Mhm. Wenn es ist, weiß ich nicht, aber sie laufen. Genau. Wir wissen es alle noch nicht, das ist eine junge Sportart, aber ich glaube, da haben wir eine gute Grundlage gelegt und wir freuen uns auf weitere Weltmeisterschaften im Schlittl Alpin. Ja, aber zuerst müssen sich ein paar Leute erholen, ein Eisbad nehmen, vielleicht Ramin Yusufzai seinen Bob reparieren, bevor er wieder an den Start gehen kann. Wie auch immer, mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Wengen von der ersten WM im Schlitteln Alpin. Danke, auf Wiedersehen und bitte nicht nachmachen. Joa, hey, voll geil, aber... Das war echt spannend, die Wimpel drin. Ja, das war richtig geil, sehr, sehr geiles Video. Ja. Grüße gehen raus an zwei Uhr morgen. Zwei Uhr morgen, ja. Ja. Und Grüße gehen raus an Rami, der verloren hat, denn ich hab gewonnen, Digga. Nee, war sehr geil. Kuss.